Jo, wir kommen zur Alpha-Version. Läuft über Steam. Und ja, ich habe schon mal reingeguckt. Und naja, mein Ding ist es auf jeden Fall nicht so sein. Die Ladezeiten sind übelst extrem. Also es ist wirklich praktisch nur am Laden, am Laden, am Laden, am Laden. Und Gameplay kriegst du gar nichts mit von Evolve, warum auch immer das so heißt. Ich kann euch schon mal ein Gameplay zeigen und dann könnt ihr sagen, ob es euch gefällt oder nicht. Also das ist echt die Geschmackssache, sag mal. Und das ist wirklich nur am Laden, also schauen wir mal. So, dann gucken wir mal, ob wir hier einen Server finden, weil das ist auch so eine Sache hier. Hier läuft irgendwie überhaupt nichts, ey, bei dem Spiel. Keine Server irgendwie, auch irgendwie keine Mitspieler findet man hier kaum. Frag mich, wie lange man hier überhaupt warten soll, bevor der hier irgendwas überhaupt findet. Ja. Gut, dann mache ich hier nochmal Stopp und sobald Mitspieler da sind und ein Gameplay da ist, dann geht es auf jeden Fall weiter. So, wir haben erstmal ein paar Mitspieler gefunden, aber auch nur hier im Steam Forum mit Invite. Ohne Invite läuft hier gar nichts. Also, das ist total bekloppt irgendwie gemacht worden. Na, naja, warte mal, bis das Spiel anfängt und dann geht's los. So, wir sind ein Stück weitergekommen. ist wirklich sehr, sehr bedürftig. Ja, so sieht der Ladebildschirm aus. Und der dauert meistens auch immer sehr, sehr lange, bis es endlich da oben geladen ist. Ja. Geht es jetzt hier endlich los? Ach, jetzt bin ich der scheiß Monsterführer. Ah, schöne Scheiße. Von mir aus. Eigentlich wollte ich die anderen Mitspieler sein, aber welches Monster sein soll. Bitte. Von mir aus. Use the smell ability to highlight nearby hunters and wildlife. Melee attacks are very effective at close range. Eat to gain armor and evolve. Goliath can climb almost any surface. Leap to travel faster. The leap ability recharges over time and will leap towards the crosshair's location. A well-placed rock throw delivers a crushing blow from a distance. The leap smash is effective against one target or many. Fire breath is ideal for damaging multiple targets at once. Charge attack can close the distance in combat or aid escape. Würde ich sagen, dann wollen wir mal gucken, ob ich damit überhaupt klarkomme. Rennen, okay.
Schmeckt gut, wa? Ja, wie ihr seht, das ist so fast wie Left 4 Dead hier. Und ein paar Killen hier. Also das Buch ist sehr, ja, bedürftig. Müssen hier irgendwie die Hand da kühlen und umgedreht genau. Aber wie ihr seht, ist irgendwie müssen versuchen, irgendwie die Hunter zu killen. Und die müssen versuchen, mich zu killen. Und so läuft es. Die müssen versuchen, mich zu killen, wenn du Monster bist. Und wenn du ein Hunter bist, musst du versuchen, mit Monster zu killen. Ja. Bleibt sich eigentlich gleich. Ja. Also habt ihr schon mal den Einblick. Ist mal viele Tastenerei, Druckerei hier, aber müssen wir durch. Ja, es gibt auch viele Auszeichnungen hier, Punkte, Ränge, alles Mögliche. Also ich schaue mal rein vom Wetter ein bisschen. Ja. War doch schon mal ganz gut. Mal gucken, ob wir hier gleich noch eine Runde machen können. Ja, da sieht er zum Beispiel dann, wie der Map-Verlauf so war. Da unten die Runden, die Map-Anzeige, 4 Minuten 28. Und ja, mehr ist das nicht.